Hallo und herzlich willkommen zum Funktionsvideo von chemex.org, der Anwendung zur Gestaltung von Versuchsapparaturen. Kommen wir nun zu den Grundfunktionen, die ich einmal in diesem kleinen Video etwas näher erläutern möchte. Wir schauen uns hier einfach mal das Becherglas an. Wenn ich das auswählen möchte, muss ich auf das kleine Maussymbol oben links in der Leiste drücken. Ich kann dann auf das Becherglas gehen und das frei im Bild rotieren, so und so hinsetzen, wo ich es gerne möchte. Die kleinen gelben Rauten sind immer dafür da, um etwas in der Größe zu verändern oder in der Position, wie bei einem pH-Meter später. Und das ist eigentlich das Coolste an der ganzen Seite. Ich kann hier nicht nur in den Gegenstand in einzelne Ebenen versetzen, sondern ich kann den sowohl in der Höhe als auch in der Breite verändern. Was jetzt eigentlich nichts Neuartiges ist, aber jetzt kommt eben das Besondere hier in diesem kostenfreien, dieser kostenfreien Anwendung. Ich kann den Flüssigkeitsstand regellos darstellen. Ich kann eine Transparenz einstellen und ich kann sogar die Farbe der Flüssigkeit der Lösung variieren. Und das bieten viele Programme einfach erst in der Bezahlversion oder sehr, sehr kompliziert. Ich kann hier sogar Phasenübergänge machen. Jetzt einfach mal dargestellt. Ich kann den Phasenübergang wirklich hart machen. Wenn ich jetzt mal ranzoomen möchte, kann ich das rechts unten über die Leiste. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Phasenübergang, der wirklich ein bisschen höher ist, ein bisschen niedriger. Ruhig mal eine andere Farbe. Jetzt sieht man, dass er ein bisschen weicher ist. Das kann ich alles frei auswählen. Möchte ich eine neue Schicht dazugeben, muss ich leider bezahlen. Analog dazu funktioniert das auch im normalen Reagenzglas. Gehen wir hier wieder auf die Standardsicht. Nehmen zum Beispiel einen Gummistopfen. Eigentlich auch ein ganz normaler Versuchsaufbau mit einem durchbohrten Gummistopfen, kleines Glasrohr, gebogenes Glasrohr oder ähnliches kommt dann da rein. Auch das kann ich wieder über dieses Regelfenster frei konfigurieren. Genauso der Stopfen. Und hier kommt jetzt auch was ganz Interessantes. Den kann ich nicht nur größer und kleiner machen, sondern ich kann auch die Materialbeschaffenheit ändern. Zum Beispiel einen Korkstopfen. Ich kann daraus einen durchbohrten Gummistopfen machen. Ich kann den Durchmesser des Loches einstellen. All das, was vielleicht nicht ohne weiteres oder ohne viel Arbeit notwendig ist. Wenn ich jetzt beide Dinge miteinander gleichzeitig bewegen will, markiere ich mir beide und gruppiere die einfach. Das geht hier ganz wunderbar. Und ich kann dann einfach das komplette Reagenzglas mit dem Gummistopfen bewegen. Analog dazu natürlich auch wieder ungruppieren, sodass ich wieder nur einzelne Teile der Apparatur bewegen kann. Hier würde ich jetzt einmal kurz erläutern, wie man noch Reagenzgläser kopieren kann. Das geht bei dem Windows-PC zum Beispiel über Copy-Paste, einfach Steuerung C, Steuerung V oder eben über diese Tasten, wenn man zuvor den Gegenstand auswählt. Und ich kann dann hier über Delete oder Entfernen bzw. die Mülltonne links oben auch wieder Gegenstände löschen. Das ist alles möglich. Ich kann auch ausschneiden. Das sind aber alles mittlerweile Standardfunktionen in jedem Programm. Ob ich jetzt PowerPoint nutze oder irgendwas anderes, das ist alles Standard. Ich kann jetzt auch die komplette Apparatur einfach hin und her verschieben, um dann zum Beispiel noch oben links Gefahrenstoffsymbole oder ähnliches reinzusetzen. Kommen wir jetzt zu den verknüpfenden und den erweiterten Funktionen. Die sind auch noch sehr interessant. Hier haben wir jetzt einen Magnetrührer und wie man sieht, zieht das Becherglas sich quasi auf diesen Magnetrührer fest. Ich kann das dann wunderbar direkt anpassen, ist alles auf einer Ebene. Das gleiche geht natürlich auch hier mit einer Waage, die ich links über das Auswahlfenster auch auswählen kann unter Measurements. Kann dann hier ein Uhrglas in der Größe draufstellen und dort zum Beispiel auch wieder mit diesem
lilafarbenen oder magentafarbenen Ankerpunkt versehen. Hier kann ich jetzt einen Feststoff draufpacken, den ich auch wieder über das rechte Feld anpassen kann, wie ich möchte, in der Größe, in der Form, in der Farbe. Und ja, einfach beliebig alles machen kann. Klicke ich jetzt hier auf die Waage, kann ich sogar ein Windshield draufsetzen und ich kann auch, wie oben rechts zu sehen, die Grammzahl einstellen, sodass ich den Schülerinnen und Schülern wirklich mitteilen kann. Ihr wiegt jetzt 25 Milligramm oder ähnliches von einem gewissen Produkt ab. Kommen wir jetzt zu einem Beispiel, einer Redox-Titration, die ich auch so im Unterricht schon durchgeführt habe. Und hier möchte ich jetzt einfach mal zeigen, wie ich da die Abbildung dargestellt habe, in einem, zumindest eine Teilabbildung. Ich bin zum einen auf Label gegangen, das ist in dieser Kiste ganz links. Dann klickt man auf Label und man kann dann im rechten Kommunikationsfeld, eintippen, was man möchte, auch noch in Farbe und Größe variieren. Diese Funktion, auf die gehe ich gleich nochmal ein, wenn wir unsere Apparatur auch beschriften, denn da wird das nochmal ganz interessant. Die kam erst mit dem letzten Update rein. So, was brauchen wir jetzt zur Redox-Titration, zur Bestimmung der Zuckermenge in Apfelsaft? Wir brauchen natürlich einen Magnetrührer und eine Heizplatte. Dieses Kombigerät gibt es hier jetzt leider nicht, aber man kann natürlich den Schülern einfach sagen, das Gerät hier, der hier als Magnetrührer dargestellt ist, ist einfach beides. Wenn man das beschriftet, alles wunderbar, kein Problem. Darüber hinaus brauchen wir dann natürlich noch unsere Bürette, die wir hier unter Measurements auswählen können. Diese ist auch wieder frei konfigurierbar, wie man das rechts oben sehen kann. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Im nächsten Schritt brauchen wir natürlich noch unser Stativ. Das liegt direkt mit Stativfuß dabei. Hier ist ganz interessant, man kann es sowohl in der Länge verändern, als auch die Richtung des Standfußes. Ich kann ihn nach vorne, nach hinten darstellen, beziehungsweise nach links. Für meine Abbildung würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das am besten aussieht. Hier sieht man jetzt, leider kann man die Bürettenklammer nicht nutzen, da sie nur in der Bezahlversion zur Verfügung steht. Man kann aber natürlich auch einfach eine ganz normale Stativklemme hier dran pappen, sozusagen. Das Ganze noch ein bisschen weiter rechts ranschieben, dass es auch so aussieht, als ob die Bürette darin gehalten wird. Und dann sieht das soweit eigentlich schon ganz gut aus. Ich kann jetzt hier noch den Hahn verstellen, entweder geschlossen lassen, halb öffnen etc. Da bin ich auch ganz frei in der Gestaltung. Natürlich auch wieder die Breite bzw. Höhe. Auch den Flüssigkeitspegel kann ich darstellen, den Lösungspegel. Farbe könnte ich jetzt auch noch einstellen. Hier wieder das Becherglas, was auch wieder direkt auf die Magnetrührplatte gesetzt wird. Dazu jetzt vielleicht noch einen kleinen Rührfisch, der mir allerdings ein bisschen zu groß ist. Klicke ich einfach drauf und skaliere den ein bisschen runter. Wunderbar. Man könnte den jetzt auch noch drehen mit dem Symbol. Bei anderen Redox-Titrationen wäre jetzt auch noch ein pH-Meter ganz interessant, was ich hier auch noch verändern kann. Ich kann pH-Wert einstellen von der Säure oder der Lauge, wie sie am Anfang sein soll, oder freilassen, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht selber das eintragen können auf dem Arbeitsblatt. Für diesen Versuch benötige ich das eben nicht. Gehen wir jetzt zum nächsten Schritt über. Das Ganze muss ja auch in irgendeiner Form beschriftet werden. Ich kann das so machen wie oben die Überschrift. Das sieht allerdings ein bisschen blöd aus. Ich kann es auch so sehr schön mit Pfeil machen. Da gehe ich einfach oben auf Label,
auf das A links oben im Auswahlmenü und schreibe jetzt hier zum Beispiel Magnetrührer. Stufe 2 kann durch ein Enter zwischen Magnetrührer und der Klammer Stufe 2 runtersetzen. Das Ganze jetzt natürlich verschieben. Möchte ich nur einen Teil verschieben, geht das auch wieder über die gelben Rauten. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch noch in der Größe verändern. Man kann die Schriftart verändern, die Farbe auch. Ich lasse meistens die Standardwerte, ändere ein bisschen die Größe, damit es besser auf das Arbeitsblatt später passt. Kommen wir jetzt nun zu der Funktion, die ich eben mal kurz angeteasert habe, der X2 Chemtext, also Smart Detection of Units and Chemical Formulas, so steht es hier. Das Ganze ist nämlich interessant, das wurde erst vor kurzem eingefügt, denn ich war vorher legitimiert darauf, die Chemikalien Namen aufzuschreiben. Das heißt, ich schreibe hier jetzt Natriumthiosulfat hin. So, kann dann hier noch beispielsweise die Milliliteranzahl, Konzentration oder sowas natürlich auch hinschreiben. In dem Fall waren das, meine ich, war es eine 0,1 molare Lösung, die ich genutzt habe. Das war der Ist-Stand noch bis vor ein paar Wochen. Jetzt, Stand August, ist wirklich sehr schön, dass es auch in der kostenlosen Version ist. Ich kann jetzt hier einfach die Summenformel Na2S2O3 eingeben, drücke hier auf den Knopf und dies sehr schön sind die Zahlen hier heruntergestellt. Und das bieten manche Programme eben auch nicht ohne weiteres an. Einfach so, das muss man immer über Umwege machen. Und so ist das eigentlich ganz schön und wirklich intuitiv jetzt auch nutzbar. Das Gleiche gilt natürlich auch unten. Ich kann jetzt hier Schwefelsäure in der Summenformel H2SO4 reinschreiben. Ich kann aber auch wieder, was natürlich ein bisschen inkonsequent jetzt ist, irgendein Kaliumjodid reinschreiben. Ich glaube, das war eine 10-prozentige Lösung, die ich da angesetzt hatte. Und klicke jetzt hier einfach wieder auf den Smart Detection Button und er erkennt direkt, aha, Kaliumjodid, da brauche ich gar nichts machen. H2SO4, da muss ich die 2 und die 4 runterstellen. Super einfach. Ich kann jetzt natürlich noch hier Feinjustierungen vornehmen oder einfach die komplette Apparatur jetzt nach rechts unten verschieben. Denn das, was ich noch gerne mache, ist eben auch hier dann jetzt die GHS-Symbole, die auch seit Ende letzten Jahres durch ein Update auf den Server geladen wurden, frei verfügbar sind. Hier einfach via Copy und Paste. Drei reinsetzen. Wir haben einmal kursiv, wir haben einmal gesundheitsschädlich und natürlich umweltgefährdend bei diesem Versuch. Man kann jetzt natürlich auch noch zum Beispiel Schutzmaßnahmen bildlich darstellen als eigenes Tragbitte, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, das Ganze noch skalieren, dass das ein bisschen kleiner ist und zum Beispiel in einem kleinen blauen Feld versehen. Das mache ich eigentlich auch immer gerne, dass die Schüler direkt so ritualmäßig wissen, was jetzt was genau ist. Gerade im Anfangsbereich sehr zu empfehlen. Hier dann in die hintere Ebene verschieben. Man kann runde Ecken einfügen und so sieht das Ganze doch schon ganz ansehnlich aus. Ich könnte das jetzt in der Cloud speichern. Ich nehme aber meistens die Speicherung als PNG und packe das einfach auf ein Arbeitsblatt oder in digitaler Form irgendwie verbreiten über Teams oder sonst was in der heutigen Zeit.